Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Norbert Kantim. Ich bin Schulleiter hier am Gymnasium in Meschstetten. Treten Sie ein und folgen Sie mir. Sehr geehrte Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler, liebe Schülerinnen und Schüler. Normalerweise hätte ich Sie und euch heute zum Schnuppertag begrüßt. So ist es eine digitale Vorführung unseres Gymnasiums und der Aktivitäten unserer Schule. Sie erfahren etwas zum Gymnasium im Allgemeinen und dann natürlich viele Dinge, die speziell unsere Schule auszeichnen. Zum Gymnasium wurden Sie schon an den Grundschulen informiert und Sie wissen, dass es der direkte und schnellste Weg zum Abitur ist. Was manchmal noch für Unsicherheit herrscht, ist die Unterscheidung zwischen G8 und G9. Das G9 dauert ein Jahr länger. Wichtig ist aber zu wissen, dass es dieselben Inhalte sind im G8 und im G9. Wir in Meschstetten haben ein G8-Gymnasium. Und am G8-Gymnasium kann man ohne besondere Prüfungen verschiedene Abschlüsse machen, unter anderem den Hauptschulabschluss, den mittleren Bildungsabschluss, die Fachhochschulreife, zumindest den schulischen Teil, und natürlich mit Prüfung die allgemeine Hochschulreife. Speziell zu unserem Gymnasium ist zu sagen, dass wir eine sehr kleine Schule sind. Das mag jetzt den Schülerinnen und Schülern der Grundschule nicht so vorkommen, aber als zweizügige Schule gehören wir zu den kleinsten Gymnasien. Wir haben sehr kleine Klassen, im Schnitt bei 22, haben auch nur zwei Profile, das naturwissenschaftliche und das sprachliche Profil. Einzelne Fachbereiche werden Ihnen jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Herzlich willkommen bei den Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften bestehen aus den Disziplinen Biologie, Physik und Chemie. Die Chemie ist die Lehre der Stoffe und wie sie sich verändern, wie sie sich verwandeln können. Da werdet ihr noch später was dazu sehen. Dann haben wir die Physik, das ist die Wissenschaft der Materie und der Energie. Da geht es um die Energie und um Gesetzmäßigkeiten. Und dann die Biologie, das ist die Wissenschaft des Lebens. Wie hier zum Beispiel bei der Stabschrecke. Hallo, unser anderes Profil ist das sprachliche Profil. In Klasse 5 gibt es Englisch, natürlich für alle Schüler. Ab Klasse 6 kommt dann Französisch dazu, das ist auch für alle Schüler. Und in Klasse 8 können die Schüler dann wählen, ob sie Spanisch machen wollen oder das naturwissenschaftliche Profil mit NWT, also Naturwissenschaft und Technik. Wir lernen natürlich nicht nur die Sprachen, sondern wir lernen auch das Land kennen. Für Französisch haben wir einen Schüleraustausch mit Frankreich, mit Dombasle. Das ist eine langjährige Schulpartnerschaft, die wir jedes Jahr pflegen. In Klasse 9 und 10 haben die Schüler dann die Möglichkeit, nach Spanien zu gehen und auch dort über einen Schüleraustausch Land und Leute kennenzulernen. Aber nicht nur Schüleraustausch gibt es bei uns, sondern auch Studienfahrten. In Französisch gehen wir dann in Klasse 11 und 12 ein verlängertes Wochenende nach Paris, mit Spanisch nach Madrid und mit Englisch nach London. Ein weiterer Baustein, ein weiteres Puzzleteil an unserem Gymnasium sind neben den Naturwissenschaften und den Sprachen auch die Gesellschaftswissenschaften. Dazu zählen Fächer wie Geschichte, Geografie, Religion, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, in weiterem Sinne auch noch Musik. Das wird bis auf Musik alles im Klassenzimmer unterrichtet. Gehen wir mal in die Sporthalle. Natürlich haben wir auch noch Sport hier am Gymnasium in Meschstetten. Hier ist die Turnhalle, da findet der Sportunterricht statt. Draußen hinter der Turnhalle gibt es ein Kleinspielfeld, Leichtathletik wird dort auch gemacht und eine Bewegungshalle haben wir auch noch. So, hier sind wir in unserer Bewegungshalle. Da gibt es eine Kletterwand, wie man hier sieht. Hier findet auch die Kletter-AG statt, die angeboten wird. Hinter mir eine Spiegelwand. Da trifft sich die Tanz-AG und dann gibt es als absolutes Highlight unsere Schnitzelgrube. Dass man sich in der Sporthalle bewegt, wird niemanden überraschen. Doch wir können uns auch im Klassenzimmer bewegen und zwar im Sitzen. Wir haben dazu diese Apps angeschafft, von denen in jedem Klassenzimmer 6 Stühle stehen und
Sie und ihr, liebe Schülerinnen, seht, die sind unten rund. Und deshalb kann man nicht ruhig darauf sitzen, sondern man ist ständig in Bewegung und achtet dabei automatisch auf eine gute Körperhaltung. Ich tausche wieder meinen Platz und setze mich wieder zurück. Stolz sind wir darauf, dass seit der ersten Abiturprüfung im Jahr 2007 alle Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden haben, sofern sie regulär zu den Prüfungen angetreten sind. Was unsere Schule auszeichnet, ist zum einen natürlich die überschaubare Größe, aber dadurch auch die familiäre Atmosphäre und den hohen Identifikationsgrad aller Beteiligten. Und das betrifft nicht nur die Schülerinnen und Schüler, es betrifft auch Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Lehrkräfte, die seit weit über 10 Jahren aus Bodelshausen, aus Tübingen oder aus Kirchentellinsfurt zu uns an die Schule fahren. Und ich kann Ihnen versichern, das tun sie nicht, weil sie sehr gerne Auto fahren. Das tun sie, weil sie sich mit unserer Schule identifizieren. Dazu auch ein paar Zahlen. Wir machen jedes Jahr Befragungen bei den Schülerinnen und Schülern. Wir konfrontieren die Schüler mit Aussagen, zum Beispiel mit der, die sie sehen. In der Schule wird ein freundlicher und wertschätzender Umgangston miteinander gepflegt. Sie sehen auf den ersten Blick grün die eher positiven Rückmeldungen, rot weniger positiv, also negativ. Eine ganz wichtige Aussage, nicht die, dass man sich in der Schule wohlfühlt, und die Zustimmungswerte sind hier sehr groß. Hier mit im letzten Schuljahr 2020 bei 94%. Und wenn man das mit einer heute oft gesehenen Klassifizierung, diesen Sternen vergleichen würde, ich glaube, wir hätten sehr gute 4 Sterne. Und ich kann Ihnen versichern, es ist kein einziger Stern gekauft. Auch zu einzelnen Fächern noch ein paar Informationen. In Klasse 5 beginnt es mit BNT. BNT heißt Biologie, Naturwissenschaften und Technik. Da werden also 3 Bereiche abgedeckt und da gibt es dann auch praktische Inhalte. Wir werden inhaltlich uns mit Tieren und Pflanzen auseinandersetzen, so wie hier der Fuchs. Es wird aber auch dann tatsächlich was praktisch gearbeitet werden. Mikroskopieren. Wir werden aber auch mit einem Bunsenbrenner arbeiten. Dann in den höheren Klassen, also in der Mittelstufe, kommen dann vor allem Thema Mensch. Wir werden uns mit dem Menschen, seinen Organen und wie sie funktionieren auseinandersetzen. Und in der Oberstufe dann, zum Abitur hin, wird dann vermehrt die Zelle durchgenommen. Ich möchte das Fach NWT, Naturwissenschaft und Technik, vorstellen. In NWT geht es um das Konstruieren, Entdecken, aber natürlich auch um das Erlernen von technischen Zeichnungen und das Umsetzen, was man hier an dem Modell von dem Kran sieht, aber natürlich auch die moderne Technik, das Programmieren von Mikrocontrollern. Hier werden wir in verschiedenen Etappen die Programmierung erlernen und die Mikrocontroller mit verschiedenen Aufgaben dann arbeiten lassen. Im Physikunterricht lernst du, wie die Dinge, wie die Welt um uns herum funktioniert. Es geht um Licht sowie über Mechanik und Elektrizität. Manche Versuche sind fast schon magisch. Geografie ist ein neues Fach in Klasse 5. Da geht es um alles, was irgendwie mit dem Raum zusammenhängt. Also, was liegt wo? Wie liest man eine Karte? Natürlich. Warum ist da ein Berg? Warum ist da ein Tal? Warum sieht die Alp aus, wie die Alp aussieht? Bis hin zu Stadtentwicklungsprozesse. Warum sieht Messstätte aus, wie es aussieht? Gibt es da Gesetzmäßigkeiten? Ja, es gibt welche. Die sind aber hier noch nicht verraten. Und solche Themen. Alles, was irgendwie mit dem Raum zusammenhängt. In Klasse 6 kommt das Fach Geschichte.
Geschichte, na, ist alles, worum es in Geschichte geht. Von der Steinzeit, von den Steinzeitmenschen über das Mittelalter bis in unsere Gegenwart. Da fragen wir uns dann, wie lebten denn die Ritter im Mittelalter? Oder was ist das für ein Friedhof zwischen Hossinger und Messstädte, den man gar nicht mehr sieht? Oder was passiert im Dreißigjährigen Krieg? Was wissen unsere Großeltern und Eltern noch? Solche Dinge. Geschichte und Geografie werden im Klassenzimmer unterrichtet und leider nicht in so einem schicken Chemiesaal. Wir befinden uns hier in unserem wunderbaren Chemieraum und Chemie wird hier bei uns an der Schule im G8 ab Klasse 8 unterrichtet. Und was ich euch jetzt gerne zeigen möchte, das sind zwei Experimente, die euch dann in eurer Schulkarriere in Chemie auch nochmal über den Weg laufen werden. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Schule sind unsere fünf Themenbereiche, die sich über alle Klassen und in möglichst vielen Fächern widerspiegeln, das sogenannte Schulcurriculum. Sie finden dazu Informationen auf unserer Homepage, wo Sie im Einzelnen nachlesen können, wie diese fünf Bereiche in der Schule umgesetzt werden. Kommen Sie mit durch unser Schulgebäude. Herzlich willkommen in unserer Schülerbücherei. Hier können sich unsere Schülerinnen und Schüler unter anderem in der Pause es gemütlich machen, sich ein Buch nehmen. Ihr könnt natürlich auch was ausleihen, mit nach Hause nehmen. Wir haben ganz viele Bücher, von den neuesten bis hin zu ganz alten Klassikern. Wir haben auch Disney-Bücher, was mich persönlich natürlich freut. Im Moment läuft unsere Ausleihe noch per Hand, aber wir arbeiten gerade dran, das Ganze zu digitalisieren. Gott sei Dank habe ich ein bisschen Unterstützung von ganz vielen Schülerinnen und das freut mich auch sehr. Wenn ihr euch also engagieren wollt bei uns in der Schülerbücherei, seid ihr herzlich willkommen. Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften sehen Sie hier. Wir können nicht jedes Jahr alle Angebote machen, aber den größten Teil doch jedes Jahr. Am Gymnasium Messstetten haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen Erste-Hilfe-Kurs hier in der gewohnten Umgebung zu machen und sich damit zum Beispiel auch für Aktivitäten in Sportvereinen oder natürlich auch für den Führerschein zu qualifizieren. Bei den Aktivitäten sehen Sie eine gut gefüllte Folie. Einige können wir Ihnen vorstellen, zum Beispiel den Spendenlauf, das Schullandheim in Klasse 7. Theater- und Konzertaufführungen, unsere Schulfeste, besonders mit dem Adventsfest, die Faschingsveranstaltung am schmutzigen Donnerstag, der Wintersporttag und der Skitag hier in Messstetten, Aktionstage wie der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Hier noch weitere Angebote. Unter anderem die Ferienschule, wo wir den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 8 in der letzten Sommerferienwoche das Angebot machen, Inhalte der vergangenen Schuljahre aufzuarbeiten und mit neuer Energie in das neue Schuljahr zu starten. Besonders interessant ist natürlich für die Schülerinnen und Schüler, wie die Stundenpläne aussehen. Wir haben Ihnen die Pläne der Klassenstufen 5 bis 10 Sie sehen, dass wir in den meisten Klassenstufen nur zwei Nachmittage haben. Die Stundenpläne der Klassen 5 bis 10 und auch die weiteren der Klassenstufen 11 und 12 kennt unser Schülersprecher Markus Mengis. Hallo, ihr zukünftige Fünftklässler, die ihr dann vielleicht bald hier in der Schule sein werdet. Ich bin Markus Mengis, ich bin gerade hier der Schülersprecher, bis ich dann mein Abi habe und wieder weg bin. Und ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen was darüber, was mir gefallen hat, als ich hierher gekommen bin an die Schule. Also, was ich
erstmal beeindruckend fand, war, wie groß es hier ist im Vergleich zur Grundschule. Wie viele Leute hier sind und wie viele Lehrer auch. Und was mir besonders gefallen hat, war, dass man mich als Kleiner, als neuer Fünftklässler an die Hand genommen hat und mir gesagt hat, hier musst du zum Bus gehen und so machst du das am besten. Und dass man einem auch den Mut gegeben hat und gesagt hat, auch wenn du jetzt am Anfang mal eine Schwierigkeit hast, das wird alles besser und da kommt man auch rein. Und das stimmt auch, weil mittlerweile habe ich auch keine Angst mehr vor der Schule oder vor der Klassenarbeiten. Und ich bin mir sicher, das geht euch auch so. Also habt keine Angst, hierher zu kommen. Und also ich bin mir sicher, es wird euch gefallen, wenn ihr hierher an die Schule kommt. Zur Frage, ob das Gymnasium Meschstetten die richtige Schule für ihr Kind ist, hören wir jetzt unsere Beratungslehrerin Frau Kranz. Hallo, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler. Grüß Gott, liebe Eltern. Mein Name ist Birgit Kranz und ich bin die Beratungslehrerin am Gymnasium Meschstetten. Das heißt, alles, was mit zusätzlicher Unterstützung und Beratung zu tun hat, läuft über mich. Und falls es auch mal Tränen gibt, das ist manchmal so, dann gibt es auch im Beratungszimmer immer noch eine Schokolade, die ihr hier auch noch bekommt. Ja, wenn es mal einfach an der Zeit ist. So, die Frage lautet, soll ich aufs Gymnasium gehen? Ist gerade für euch momentan das Spannende. Und ich würde sagen, wenn ihr neugierig und wissbegierig seid, ja, dann ganz sicher, dann seid ihr hier richtig. Ja, und jetzt muss man fürs Gymnasium hochbegabt sein. Nein, weil ich verrate euch ein Geheimnis, ich bin auch nicht hochbegabt. Die Frau Kranz, wenn ihr sie anschaut, dann würdet ihr sehen, sie hat zwar heute sportive Mütze auf, aber sie hat bestimmt nie ein Einser oder ein Zweier in Sport gehabt. Und deshalb muss man hier seine Stärken ausleben können. Und deswegen bin ich nicht Sportlehrerin, sondern Deutsch- und Religionslehrerin geworden. Und das heißt, man kann auch in manchen Fächern nicht so gut sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? In diesem Sinne, wenn ihr eine Gymnasialempfehlung habt, dann würde ich sagen, wir probieren das hier. Und ansonsten telefoniere ich auch gern nochmal mit euren Eltern. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Bleibt gesund in den nächsten Wochen und Monaten. Also, tschüss. Ja, hier ein paar Zahlen zu den Übergängen aus den Grundschulen an die weiterführenden Schulen. Das Schuljahr 11-12 ist hier markiert, weil sich in der Schullandschaft in Baden-Württemberg einiges verändert hat. So die Zahlen in Baden-Württemberg. Wenn wir das in einzelnen Landkreisen betrachten, dann sehen Sie deutliche Unterschiede zwischen dem Kreis Tübingen, wo die Übergänge auf die Gymnasien bei über 50% liegen. Und im Zollernalbkreis, wo wir bei etwas über 30% liegen. Hier ist die Realschule die stärkste Schulart. Für Sie, liebe Eltern, steht die Entscheidung an, wie Sie mit der Grundschulempfehlung umgehen. Sie sehen die Zahl der Grundschulempfehlungen wieder im ganzen Land. Fürs Gymnasium bei über 45%. Und diese Zahlen sind das Ergebnis der Empfehlungen, die Sie von der Grundschule erhalten. Es wird dort beraten und das Kreuz an einer der drei Stellen gemacht. Wir haben es vorhin gesehen, es gibt große Unterschiede der Übergangszahlen zwischen den Landkreisen. Das liegt nicht an den großen Unterschieden der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. Es liegt eher an dem, was Eltern ihren Kindern zutrauen. Sehr geehrte Eltern, fördern Sie Ihre Kinder, aber fordern Sie sie auch. Trauen Sie ihnen etwas zu, trauen Sie ihnen insbesondere den weiteren schulischen Weg zu, der Ihnen von der Grundschule empfohlen wird. Vielen Dank. Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Ich rede schon eher, was hast du gesagt? Warum soll es mir auch einfach machen?